Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem verregneten Kanada Grand Prix. Und zwar, wir sind hier am Circuit de Chill Villeneuve auf der Île de Notre Dame. Wie gesagt, in Kanada, Runde 7. Das Training und das Qualifying waren im Turkunen. Und deswegen war ich gar nicht so ausgelegt drauf, dass wir heute im Regen fahren. Aber irgendwie habe ich es geahnt und habe nur das Standard-Setup genommen, weil ich mit dem anderen nicht so konnte. Und hier sind wir in unserer Qualifying-Runde. Wir sind nach dem Versuch 1 P7, das war zum Glück keine Abkürzung, kommen ganz, ganz knapp und spät noch über die Linie. Und nachdem ich den ersten Versuch, also den ersten habe ich gefahren und den vor diesem Stint habe ich abgebrochen. Und deswegen sind wir hier ganz, ganz, ganz sauber rausgegangen. Kurve 1, Kurve 2. Hier schön nicht abgekürzt, wunderschön, perfekt. Die Kurve ist mega, oh, da sind wir leider ein bisschen lila, wow, im ersten Sektor lila. Hier links, also diese Kurve ist immer Querstehfaktor und der ist früh aufs Gas und natürlich, ihr könnt uns gerne abonnieren auf unserem Kanal. Wir sind 66 Abonnenten, jetzt abonnieren, wie gesagt. Aber schauen wir mal weiter hier. Anfahrt auf die Haarnadelkurve. Da ist der Bremspunkt ganz wichtig. Wir haben da einen sehr guten, leider nur mehr grün oben, weil sich, nein, es hat sich keiner mehr verbessert oder vielleicht auch, ich habe es nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Aber wir sind auf einer grünen Runde, sind jetzt schon, also wir dürfen nur noch die Runde fertig fahren. Und hier letzte Kurve, kommen wir gut, oh ja, das war perfekt. Oh, leicht weggestanden, aber minimal, das hat vielleicht ein paar Zehntel gekostet. Und P3 nach dem Qualifying. Schauen wir mal, wo wir uns einsortieren. Also schauen wir mal, wer vor und hinter uns starten wird. Das wird natürlich sehr wichtig werden. Und hier haben wir die Startaufstellung. Von der 1 startet Sebastian Vettel und dahinter Lewis Hamilton. Dahinter natürlich wir. Vor Valtteri Bottas, das wird hart am Start werden. Dahinter Kimi Räikkönen vor Verstappen. Die Red Bull überhaupt etwas abgeschlagen. Perez vor Ricciardo nur 8er. Magnussen vor Hülkenberg, Alonso, Sainz. Ocon auf 13, Leclerc leider nur 14. Romain Grosjean vor Marcus Ericsson. Unser Teamkollege zum Glück mal auf 17. Gasly, Stoffel van Dorn und Brandon Hartley ergeben die letzte Startreihe. Und jetzt geht's zum Setup. Schauen wir mal. Wir haben, wie gesagt, das Standard-Setup gewählt, obwohl ich die Bremskraft auf 100% gestellt habe. Ich nehme ein bisschen mehr Sprit mit, dass wir da pushen können. Obwohl es regnet, ich denke mal, da wird schon was gehen. Setup-technisch geht eh nicht viel einstellen. Außer hier die... Ah, 95, okay, nicht ganz 100. Und ja, 32,7 Kilo. Last und starten. Ein Stop ist geplant. Wir müssten nicht starten. Aber jetzt schauen wir uns mal den Start dann hier zugekleistert von dem Mercedes. Starten wir einen mega guten Start. Wir können da, Vettel hat da geschlafen, Hamilton auch nicht gut. Aber wir halten uns da noch etwas zurück, weil ich ein bisschen Angst habe, dass wir uns da vertun. Und hier leichte Berührung mit Vettel, aber hat ihm nichts gekostet. Eher nur uns. Ja, für man, ich meine, ich habe ihn da jetzt nicht absichtlich, ich habe mich verbremst und. Oder er hat halt sehr früh gebremst, muss man sagen. Und ja, die erste Runde, ich bin leider die ganze Einführungsrunde nicht gefahren. Aber schauen wir uns mal die Replay vom Start an und drehen wir dann weiter. Ja, schaut mal, wie wir da vorbeikommen. Also, wir hatten eindeutig den besten Start, obwohl natürlich Hamilton hat da schon was gut gemacht. Und Bottas verliert hinter uns. Ein netter Fight, aber ich glaube, ja, Bottas bleibt vorne. Oder? Ja, Bottas bleibt vorne. Und hier haben wir nochmal die Ansicht von Perez. Perez deswegen, weil er ein phänomenales Rennen fahren wird, kann ich euch heute oder jetzt zu diesem Zeitpunkt schon mal sagen. Er ist auf jeden Fall heute einer meiner Favoriten. Aber wir sind hier schon Ende der ersten Runde. Und ja, was soll ich sagen, die fahren wieder ein bisschen weg da vor uns, leider, muss man echt sagen. Und hier müssen wir leider ein bisschen abkürzen, weil ich die Kurve nicht ganz, ja, gebremst habe. Aber wir können dranbleiben, also auf der Geraden fahren sie weg. Und so können wir gut mithalten in den Kurven. Und hier, oh mein Gott, die erste Kurve ist überhaupt ein Phänomen. Die erste und die Haarnadel. Diese zwei Kurven sind echt extrem.
Da muss man richtig mit Gefühl aufs Gas geben, weil sonst ist da nicht gut. Lila, ja, ist natürlich klar, dass wir Lila haben, weil jeder wird jetzt seine beste Zeit fahren und es ist ja noch keine extrem gute gezeichnete Zeit da oben. Auch nicht von führend natürlich, weil wir haben ja den Start drin gehabt. Und hier die Kurve, die ich normalerweise mit dem anderen Setup nie geschafft hätte, schaffen mit dem Standard-Setup. Also manchmal ist dieses mittlere Standard-Setup wirklich das beste Setup. Oder halt das, ja, mittlerste. Und hier 9 Sekunden, ach Blödsinn, 5 Sekunden schneller als bei Start. Und hier, schau mal, wie schön wir hier an Vettel drankommen. Der entweder hat er Probleme oder, weiß nicht, das falsche Setup oder so. Aber hier, schau mal, wir fahren da schon im Windschatten, nähern uns schon. Nähern. Schau mal, wie wir hier drankommen. Oh mein Gott. Und hier, oh, und Vettel biegt in die Wall of Champions, oh mein Gott. Wir haben ihn nicht berührt, wir schauen uns da gleich die Replay nochmal an. Ich schaue auch gleich, ob wir da einen Frontflügelschaden haben oder so. Nein, da war gar nichts. Wir haben uns, oh mein Gott, ja, und hier, wegen der Aufregung, ich wusste natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht, aber schauen wir uns jetzt mal die Replay an. Da, wir kommen da vorbei, wir berühren ihn nicht, wir waren da ganz knapp hinter ihm, aber vielleicht wegen dem Druck hat er da seine Nerven verloren. Und hier hält er sogar noch Bottas auf, oh mein Gott, aber wir können da glücklicherweise, zum Glück sind wir nicht genau hinter ihm gefahren und erst dann in die Wand gefahren, weil dann wäre es für uns auch vorbei gewesen. Und das wäre natürlich noch umso schlimmer. Aber Gott sei Dank, ihr könnt uns natürlich gerne auf Instagram folgen, ihr müsst natürlich nicht, das ist kein Muss. Instagram @you_gaming. Natürlich, ich auch, was auch sonst, immer Gaming. Und ja, es werden ein paar neue Episoden von dem Minecraft-Riesenprojekt nächste Woche kommen. Ihr könnt gespannt sein. Es ist ein super aufwendiges Projekt, aber ich freue mich schon auf euren Support. Und ja, das, ja, Hamilton fährt jetzt leider ein bisschen davon, weil wir da einen Querschläger hatten in der ersten Kurve und jetzt hatte da einen leichten Polster, obwohl der es gibt sowieso nicht, also man muss es aus eigener Kraft vorbeischaffen oder halt mit einem ERS-Management und das war natürlich auch das große Thema in dem heutigen Rennen, nur das ERS und Benzinmanagement so zu managen, dass man da gute Runden schafft. Ja, mein Controller ist leer. Aber wir bis zu dem jetzigen Zeitpunkt schaffen wir das ziemlich gut. Wir haben da sogar eine Menge an ERS gut und Hamilton fährt schon wieder langsamer. Wir fahren da fast die schnellste, also wir schlagen da fast unsere persönliche Bestzeit. Aber es wird sich nochmal alles wenden heute in diesem Rennen. Ich freue mich schon, wenn dieser Punkt kommt. Also ich habe es erst zwei Runden vor Schluss gemerkt, dass wir unser Rennen, es wird das beste Rennen unserer Karriere zu diesem Zeitpunkt. Ich muss sagen, sogar besser als, ich weiß nicht mehr, wo wir den Sieg geholt haben. Ich glaube, das war das Australien? Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir unseren Sieg geholt haben, aber da habe ich ja gesagt, das war unser bestes Rennen. Und hier probiert uns jetzt Kimi Räikkönen einfach so. Und wir machen hier zu, berühren uns nicht und kommen, bremsen viel später und zum Glück bleiben wir da vorne. Was wäre das für eine Marsch gewesen, wenn der uns hier überholt hätte? 2,7, wir haben wieder 3 Zehntel auf Lewis Hamilton aufgeholt. Und hier machen wir einen kleinen Sprung in Runde 6. Wir sind immer noch hinter Lewis Hamilton. Und sogar Kimi ist noch immer noch hinter uns, obwohl wir hatten schon einen Funkspruch, dass Kimi Räikkönen leichte Probleme hat, deswegen fällt er da auch schon ein bisschen zurück. Also wie schwerwiegend die Probleme sind, können wir natürlich nicht sagen. Aber Lewis Hamilton fährt da wieder die schnellste Rennrunde und ist jetzt wieder 3 Sekunden vorne. Stoffel van Dorn ist aus dem Rennen und wir schauen uns gleich an, warum. Ja, ich weiß nicht. Er steht da, stellt jetzt einfach sein Auto ab, wird langsamer und rollt aus. Ich kann es euch nicht sagen. Vermutlich, vielleicht
IIS-Probleme oder so. Aber leider wieder McLaren. Und die wollen uns schon in die Box schicken und ich merke aber, die Strecke wird immer trockener und trockener. Und Hamilton fährt da munter auf sich hin, die Chance reinrunden. Aber ist nur 3,6 Sekunden vor uns, also das ist nicht die Welt. Wir kommen da leider nicht dran, managen da unseren ersten Stint und ziehen den ersten Stop, also das, ziehen den Stop so weit raus, als es geht, weil ich habe die Hoffnung, dass es zu regnen aufhört. Jeff hat gesagt 10 Minuten, dann hat er wieder gesagt, weiß ich nicht, 15 Minuten, dann wieder 10 Minuten. Also er wusste anscheinend selber nicht genau, wann es aufhört zu regnen. Aber ich dachte mir, wenn er schon sagt, es hört auf. Und hier, schau mal oben links. Max Verstappen ist schon hinter uns, das heißt Lewis Hamilton, ach bin ich blöd, das heißt Kimi Räikkönen ist da schon weit zurückgefallen. Also schaut mal unten links in der Minimap, wir sind dieser blaue Punkt, der in der Haarnadelkurve steht, dahinter dieser dunkelblaue, dahinter dieser, also weiter hinten dieser pinke und dahinter, das heißt er ist schon 2, 3, 4, also jetzt schon 5 da und der, schau mal wie der gelbe jetzt aufholt, also ja, leider Kimi. Und Vettel noch weiter hinten, der ist hinter unserem Teamkollegen, oder? Nein, Blödsinn. Der ist hinter einem weißen Punkt, keine Ahnung. Aber kann uns egal sein, wir hatten wirklich keine Schuld. Und wir sind jetzt Erster. Lewis Hamilton kommt in die Box sogar. Max Verstappen fährt da in die Box und wir bleiben da auf der 1. Oder sind jetzt endlich auf der 1. Jetzt heißt es ein bisschen Zeit rausfallen auf der noch nassen Strecke. Ich dachte mir, Hamilton geht auf die Soft, wobei die Strecke wäre mir noch zu nass gewesen und Hamilton macht da jetzt seinen ersten Fehler und geht wieder auf Intermediate. Er hofft also, dass es zu regnen, also dass es weiter regnet und wir gehen da eine etwas andere Strategie ein und zwar wir werden auf die Ultrasoft wechseln. Teamkollege ist in der Boxengasse. Also wir wechseln auf die Ultrasoft, soweit kann ich euch das jetzt schon sagen. Schauen wir uns das jetzt mal an. Hier man merkt schon, die Strecke trocknet ab, natürlich sind die Reifen auch schon durch, also wir haben schon 40%. Und jetzt ist Perez hinter uns, der mit einem guten ersten Stint weit nach vorn gekommen ist. Aber ja, was soll ich sagen? Wir bleiben noch eine Runde draußen. Ich möchte das raus. Oh, hier berühren wir leicht die World of Champions. Zum Glück ist da nicht mehr passiert. Aber wir wollen das so weit rausziehen, als es nur geht. Und hier fahren wir sogar eine persönliche Bestzeit. Also, wie gesagt, jetzt zu diesem Zeitpunkt hätte ich auch keine Inters. Also hätte ich mich auf jeden Fall für die Inters entschieden. Aber weil Jeff ja sagt, es hört zu regnen auf, müssen wir da noch ein bisschen durchhalten und die Reifen sind, also fühlen sich noch, oh mein Gott, ja, hier dieser Querstreber, im Großen und Ganzen fühlen sich die Reifen noch ziemlich gut an. 10 Sekunden vor Hamilton, er war leider zum Schluss schon 5 Sekunden vor uns, jetzt ist er halt nur mehr 10 hinter uns. Aber hier schaut mal, die Ideallinie, die trocknet, also die ist schon leicht angetrocknet. Hier hat er 5 Zehntel auf uns aufgeholt. Kann uns ehrlich gesagt ja egal sein. Wir fahren natürlich unser, jetzt beschleunigen wir hier mal. Hier wird uns wieder die Box angezeigt, also. Und ja, die Inters, die waren noch gut. Hamilton hier mit der schnellsten Rennrunde, aber 9,7 nur. Das bedeutet, Hamilton hat da nicht. Also ist dann nicht besonders schneller gefahren wie wir. Hier Perez 17 Sekunden, das heißt nach Boxenstopp jetzt werden wir nur noch Dritter. Aber wir haben da noch ein bisschen Zeit rausgefahren. Schauen wir mal. Ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Snapchat folgen, aber keiner, ich habe ja nochmal nachgeschaut, keiner ist auf die Idee gekommen, auf Soft zu wechseln. Und natürlich ist das ein Blödsinn, weil gerade wir als kleines Team oder auch Sauber oder so oder Toro Rosso
Die würden sofort ausprobieren. Ja, wir wechseln hier auf Ultrasoft und gehen nicht in die Box, okay. Ja, aber gerade die kleineren Teams, die hätten sich auf jeden Fall für eine riskante Strategie. Und schau mal, die Strecke ist fast trocken. Und die kleineren Teams hätten sich. Hier springen wir jetzt in Runde 14. Da kommt jetzt dieser Mega-Coup. Hamilton hat schon also aufgeholt, auf jeden Fall. Obwohl er mit Inters fährt, auf fast trockener Strecke, hat er aufgeholt. Das heißt, unsere Reifen sind wirklich unten durch. Wir wechseln hier auf. Ich hätte mal gedacht, die Hypersoft, aber ich weiß nicht, 4 Runden bei feuchten Bedingungen. Ja, nehmen wir lieber die Ultra. Wir gehen da auf die sichere Variante. Wir bleiben ja sowieso Dritter, weil ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, Hamilton kommt auch in die Box, aber ist nicht so. Und hier jetzt Perez in der letzten Schikane. Es wird nochmal knapp mit Perez. Und er fährt, schau mal jetzt rechts. Nein, er kommt nicht vorbei. Und hier, ja, hier merkt man schon, leichter Gewehr steht die Strecke. Ja, natürlich bei der Boxenausfahrt kann sie nicht trocken sein, weil da fährt so gut wie keiner raus. Aber hier, ich habe gemerkt, die erste Runde, naja, ich weiß nicht, ob das nicht ein Fehler war. Aber hier in manchen Kurven, ich sehe, der hat nicht mal richtig eingelenkt. Aber natürlich sind die Reifen auch noch kalt. Und wir müssen jetzt nochmal ein paar Sekunden auf Hamilton aufholen. Das kann nochmal spannend werden, ob wir den kassieren mit unserer Strategie oder eher mit seiner Strategie. Hier punkten kann. Runde 15 von 18. Es wird nochmal spannend. 9,2 Sekunden ist er vorne. Also, DS ist jetzt schon aktiviert. Das heißt, es sind keine feuchten Bedingungen mehr. Und ab diesem Moment wusste ich, wir haben die beste Strategie und wir sind die einzigen, die diese Strategie umgesetzt haben. Sprich, kein anderes Team ist es, oder kein anderer Fahrer, nicht mal unser eigener Teammate ist auf die Idee gekommen, auf die Inters zu wechseln, also auf die Slicks zu wechseln. Und wir haben jetzt schon den letzten Sektor in Lila und eine Sekunde auf Hamilton aufgeholt. Und das ist natürlich mega gut. Ich freue mich, die Strategie hat endlich mal geglückt, ist aufgegangen und wir können das Rennen noch gewinnen. Hier Lila. Und mit 6 Zehntel wieder eine Sekunde auf Hamilton aufgeholt. Das geht jetzt Runde um Runde. Aber die Runden werden uns ausgehen. Hoffentlich schaffen wir das noch. Und hier, die ersten fahren schon an die Box. Ich glaube, das ist ein Ferrari. Oder ein Toro. Nein. Oh ja, ein Ferrari und ein Sauber sind an der Box. Und sogar ein Mercedes. Die sind jetzt fast eine Runde hinten. 1,7 Sekunden schneller. Wir sind im richtigen Moment auf die richtigen Reifen gewechselt und deswegen ist das beste Rennen, das wir in unserer Karriere gefahren sind. Schreibt das mal in den Kalender. Runde 7 im Kalender. Im Rennkalender. Runde 7 und wir haben die meisterlastigste Strategie. Ferrari kommt zu uns, klopft an. Wir sind jetzt euer Strategieteam. Weil das ist auf jeden Fall. Wir haben hier die schnellste Rennrunde mit 3 Sekunden. Und Hamilton nur noch 5 Sekunden vor uns. Das wird aber echt knapp, weil es sind nur noch 2 Runden zu fahren. Und wie viel überrundet das hier vor, also wie viele Leute das hier vor uns stehen, vor uns fahren, sind schon alle eine Runde hinten. Nur weil sie so eine scheiß Strategie. Eine Sekunde wieder schneller im ersten Sektor. 3,5 Sekunden auf Hamilton. Das jetzt, ich glaube, wir schaffen das. Wir können es schaffen. Wir können Lewis Hamilton überholen und somit den großen Preis von Kanada gewinnen. Und man merkt es auch hier, dass hier war ein bisschen zu viel Enthusiasmus. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keine Strafe kassieren. Aber hier Hamilton in einem Fight. Hamilton, die haben Hypersoft, okay. Oh mein Gott, Hamilton wird hier überrundet und hier fahren wir fast den Grosjean rein. Der natürlich die blauen Flaggen gezeigt bekommt. Und wir hier im Windschatten. Lewis Hamilton kann nicht mehr. Wir müssen und wir kommen vorbei. Lewis Hamilton hat das Rennen verloren an diesem Zeitpunkt. Und er fährt weiter. Natürlich hat es jetzt keinen Sinn mehr in der vorletzten Runde. Die Strategie bei Mercedes komplett versagt. Oder halt der Wetterbericht.
Schnellste Rennrunde 1:16.275. Und somit, bam, Leute, wir haben das Rennen gewonnen. Letzte Runde, nur noch eher auslaufen als ausfahren. Hoffentlich wird der Hamilton nicht noch von Verstappen kassiert, obwohl, nein, 16 Sekunden die Ferne beide auf Intent haben. Irgendwie beide, Perez, nochmal eine gute Schippe draufgelegt, aber wir fahren da, oh mein Gott, gut, das können wir nicht mehr aufholen. Ich glaube, Ricciardo mit 2 Sekunden, mit einer 2 Sekunden schnelleren Runde, wird auf jeden Fall knapp. Ich möchte natürlich auch hier die schnellste Rennrunde catchen, aber Bottas jetzt mit 3 Sekunden schneller und ja. Folgt uns auch gerne auf Twitter, da kommen wirklich regelmäßig Informationen, wenn neue Videos da sind. RTU-Gaming. Und hier überrunden wir, wer ist das? Einen Toro Rosso, ich denke mal Hartley wird sein. Und wir kommen hier schön durch die letzte Kurve. Wir holen uns zwar nicht mehr die schnellste Rennrunde, aber wir holen uns den großen Preis von Kanada. 25 Punkte und die beste Strategie in unserer Karriere. Schauen wir mal, jetzt diese Siegerehrung müssen wir genießen. Ein Hoch auf uns wirklich. Ich freue mich megamäßig. Ihr könnt stolz auf uns sein, Jungs. Danke für das Auto. Die Upgrades, wir haben ein Biest aus unserem Auto gemacht. Topsorgere. Vielen Dank. Aber natürlich geht's noch weiter mit der Siegerehrung. Ricciardo von 8:04, also ziemlich gut. Und da kamen sie, wir sind ganz oben und Perez wird Dritter. Perez wird echt Dritter mit einer bombastischen Leistung. Fährt der von 13:04. Er ist auch mein Driver of the Day. Ich habe es am Anfang schon angepriesen, also ja, freut euch Kumpels, freut euch, ein Österreicher steht ganz oben. Österreich, England und Mexiko. Ich glaube, diese Konstellation gab es zuletzt vor, weiß ich nicht, ob es die überhaupt schon mal gab. Wir werden Erster vor Hamilton und Perez, dahinter Ricciardo mit einem fast, wow, oh mein Gott, Esteban Ocon von 13 auf 7. Eine mindestens genauso gute Leistung und Perez wie... Ach, die Reifen sieht man leider nicht. Ich hätte gern gewusst, ob der auf Slicks gewechselt hat. Ich denke aber schon. Sirotkin leider nur 19. in der Fahrerwertung. Wir sind jetzt Zweiter mit 3 Punkten Rückstand auf Ricciardo. In der Weltmeisterschaft sind wir jetzt auch wieder Dritter. Also das gibt ordentlich Kohle. Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? Mir geht es gut und das Team und dem Team auch. Es hat sehr viel dazu beigetragen. Natürlich hat es sehr viel dazu beigetragen. Es war ein guter Tag. Der Wagen machte auch für das nächste Rennen. Nun, es scheint, als hätte sich das Blatt zu Ihren Gunsten gewendet. Im Vergleich zum letzten Wochenende ist es merklich besser für Sie gelaufen, nicht wahr? Genau, seit dem letzten Rennen haben wir uns der Zuversicht gewidmet. Obwohl das letzte Rennen nicht so extrem gut war. Ich glaube, das waren ziemlich gute Antworten. Und das war's auch dann für heute. Ihr könnt gerne unseren Kanal abonnieren. Lasst ein Like und ein Abo da. Und natürlich schaut mal in die Kommentare, also schaut mal für Facebook, Instagram, Twitter und Snapchat unten rein in die Beschreibung. Wir holen uns hier noch die Punkte ab. Montreal-Rennen. Ich liebe diesen Grand Prix so sehr. Es ist eines der besten Rennen, die es gibt. Und unser Ruf steigt. Anfänger-Veterane ist nicht so gut. Und wir kaufen uns natürlich noch Upgrades hier. Vertragswert steigt wieder. Und Aerodynamik ist leider schwach. Motor, ja. Es ist alles irgendwie schwach. Also kaufen wir mal, wir haben 3000 Ressourcenpunkte. Hier ein bisschen an der Aerodynamik, weil da ist ja schon gestanden, die ist schwach. Also kaufen wir uns die mal. Und aerodynamisch sind wir wirklich nicht gerade die Besten. Dafür Strapazierfähigkeit, da haben wir schon investiert. Ist natürlich für mich persönlich auch wichtig, weil ich will nicht immer von ganz hinten starten. Ich will
ein Auto, auf das man sich verlassen kann. Für heute war es das mal. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ja, und wir nehmen natürlich diese Reifen fürs nächste Rennen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.